Selten war ein Fan-Talk der Berliner Morgenpost schöner als heute. Es steht 1:1 im Finale um die deutsche Meisterschaft. Und was für ein Spiel war das denn heute? Wir begrüßen unsere beiden Traumgäste heute mit einem Traumspiel. Wir begrüßen unsere Nummer 8, Heiko! 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 Und Tadja! Tadja! Richtig laut jetzt, Tadja! Ja, ihr könnt's doch! Mann! Man sieht ja ganz oft, dass nach guten Phasen im Spiel und es wird eine Auszeit genommen, in der Regel dann von Bamberg natürlich, wie ihr schon feiert, Brust an Brust hochspringt und ähnliches. Was habt ihr gerade in der Kabine gemacht? Jetzt komm nicht mehr zum Spruch, noch ist nichts gewonnen oder so. Also ich war gar nicht da, weil ich Interviews gegeben habe. Sieht der Coach das gerne, wenn man da gar nicht ist? Ja, also bei den anderen ist das ein Problem, aber bei mir ist das kein... Eine ganze Saison hat sich Tadja bisher auch über die Bamberger ärgern müssen. Jetzt ist es der erste Sieg geworden. What is the feeling like now to beat Bamberg? It's great, really. It's 1-1 now. First of all, I want to congratulate everybody to come here tonight to support us. It was a very important game for us. I think that we have a big chance now. We must concentrate and play like we play here two last quarters to try to give our best and to try to win there in Bamberg. It was very important that it was so emotional tonight, huh? Yeah, of course, for everybody, of course. This is the end of the season. Two more wins and we are the champions, but it's going to be tough. Das ist die gute Ansage. Also er sagt, es wird natürlich schwer. Also erstmal bedankt er sich bei jedem, der heute hier ist, aber dann war die Ansage, also im Prinzip ist es ja so, zwei weitere Siege und Alba ist Meister. Ich habe das Spiel heute zusammen mit dem Kollegen Plätzinger geguckt, der euch ja die ganze Saison begleitet und das Buch schreibt über Alba. Und der sagte mir nach dem Rückstand, und er hat recht, fand ich, ich wollte jetzt bloß nicht mich mit fremden Federn schmücken, man hat gesehen, dass euch das eigentlich nicht so viel ausmacht. Also man hat schon in den Augen gesehen, ihr glaubt noch daran. War es vielleicht jetzt gut, dass man in dieser Serie des Öfteren schon mal in Spielen haushoch zurücklag? Ja, also mittlerweile sind wir es ja gewohnt. Aber hattest du gar keine Sorge? Also ich meine, nach dem ersten Viertel 14-28 und einmal mehr in Katastrophenstahl? Um ehrlich zu sein, nein, weil wir sehr, sehr schlecht gespielt haben und Bamberg hat ohne Goldsberry gespielt. Und für mich war es nur eine Frage der Zeit, bis die anderen Guards Foul-Probleme bekommen oder müde werden oder was auch immer. Und es war auch klar, dass wir nicht so schlecht spielen können das ganze Spiel, meiner Meinung nach. Ich meine, ich weiß nicht, so vielleicht. Aber was ich sagen will, was ich sehr wichtig fand heute, im Gegensatz zu anderen Spielen, seitdem ich hier bin heute, als wir hinten lagen im ersten Viertel, hat das Publikum uns unterstützt und hat nicht angefangen. Also, ich will das aus dem Grund sagen, weil es ansonsten öfter mal nicht so ist. Und als Spieler kriegt man das schon mit und heute hat uns das echt so einen Energieschub gegeben und das war für uns sehr wichtig. Also, Dankeschön. Die leise Kritik, die ich am Verhalten einiger Fans aus den Spielen im Laufe der Saison raushöre, trifft hier natürlich leider die Falschen, weil das sind die, die immer Vollgas geben. Die sitzen auch nicht alle hier, ne? Die kommen ja schon in der Regel von darüber. Nein, ich kritisiere keine Fans. Ich kritisiere auch nicht die anderen. Es ist einfach so, dass es Fans gibt und es gibt Zuschauer. Und ihr seid Fans, sehr gut, vielen Dank. Und die grüßen wir jetzt auf ihrem Weg nach Hause. Hopefully, das nächste Mal ähnlich lautstark dann wieder mit dabei. It was also a game of crazy substitutions in the beginning. Is this easy for a player to understand when four players in a row came into the game? Yeah, it's playoff time and it's happened. A lot of playoff time we play and we didn't start good in the first quarter. They have much easy points and in second half we start to play very good defense and like a team. We have a lot of rebounds. That's most important to have. Lot of rebounds and to try to win every time in that. And tonight we do the great job because some of their players, like key players, they have foul problems and we use that tonight and we win the game. Das war eine sehr gute Analyse. Er sagte halt, dass einige der Schlüsselspieler von Bamberg dann auch in Foulprobleme gekommen sind. Und Alba hat das heute gut ausgenutzt und hat dann nacheinander ein paar sehr wichtigen Spieler bei Bamberg drei oder dann später vier Fouls anhängen können. Und ja, was willst du schon wieder?
Es war von verschiedenen Seiten zu hören, auch von Alba Verantwortlichen oder Spielern, wir müssen schmutziger spielen. Hat Alba heute schmutzig gespielt oder schmutziger als sonst? Fand ich nicht. Also ich fand, wir haben eigentlich gleich gespielt wie im ersten Spiel. Nein, fand ich nicht. Naja. Was it dirty, this game, in your point of view? Yeah, well, always is a little bit, but it's like fair play. It's not like something big, but always is some, you know, dirty things happen in the game. But you must be calm and concentrated and to don't make some stupid, you know, stuff in the game, and that's it. I guess you like a hard play of times. Of course, everybody like, yeah. Also alle mögen das, wenn es dann richtig zur Sache geht in den Playoffs. Jetzt geht's wieder nach Bamberg und in Bamberg hat in dieser Saison in Liga und Pokal noch kein Heimspiel verloren. Warum wird das sich ändern an diesem Wochenende? Ja, genau, weil wir gut sind, hatte gerade jemand gesagt. Um die kritische Nachfrage zu stellen, was waren wir dann letzte Mal in Bamberg? Drei Viertel lang ziemlich gut. Nein, aber ich glaube, bei Serien ist es immer so, irgendwann sind die beendet. Ich glaube, Dirk hat jetzt nach 39 getroffenen Freiwürfen auch einen verworfen und irgendwann passiert das halt. Would you say that it will be the first home court defeat of Bamberg on Saturday? Yeah, we're gonna give our best, really, and it's now 1-1. Of course, it's pressure on them now, and they have home court, Eric, their fans, but we're gonna try, you know, to win there, because nobody win this season there, but this is playoff time, everything's possible, and we're gonna fight until the end, yeah. Okay, also er sagt, sie werden alles geben dafür, dass sie die Serie der Heimsiege von den Bambergern beenden am Samstag. Und er ist da zuversichtlich. Danke. Thank you very much. Our best wishes. Danke. Thank you very much for a wonderful basketball experience this evening. Dankeschön. Tolles Spiel, Heiko.